Epilog in Kogü. Zurück in London erfuhren sie, dass man die 70 vermissten Djinnis Akhenaten, die in den Zeitungen nur die 70 von Bloomsbury genannt wurden, zurück nach Ägypten gebracht hatte. Sehr zu Freuden der Djinn, die nach mehreren tausend Jahren nun doch großes Heimweh nach ihrem Heimatland und den Pyramiden verspürten. In der Zwischenzeit hatten sich eine Hitzewelle über die Stadt ausgebreitet, was den Zwillingen nur recht war. Bei über 30 Grad im Schatten war es in London fast so heiß wie in Kairo. In der kurzen Zeit, die John und Philippa noch vor ihrer Rückreise nach New York blieb, konnten sie die wüstenähnlichen Temperaturen nutzen, um von dem erfahrenen Nimrod weiter in die Künste der Djinn eingeführt zu werden. Sie lernten, wie man drei Wünsche rückgängig macht, wie man außerhalb des Körpers reist und wie man andere Djinn erkennt. Sie erfuhren noch mehr über die Geschichte der Djinn und sehr viel über die Regeln von Bagdad, die Mr. Rakshasas ihnen beibrachte. Außerdem lernten sie, wie man Astragali spielt. Jeder Djinn, der etwas auf sich hält, spielt Astragali, erklärte Nimrod. Es ist ein altes Würfelspiel, das vor 2 oder 3 Jahrtausenden erfunden wurde, um die Wirkung des Glücks so gering wie möglich zu halten. Man würfelt mit 7 Würfeln und reicht sie dem nächsten Spieler verdeckt weiter, wobei eine höhere Zahl als die vorherige geboten werden muss. Wird ein Gebot angezweifelt, verliert entweder der Bieter oder der Empfänger einen Wunsch. Das hängt davon ab, ob das Gebot wahr oder gelogen war. Die Kunstfertigkeit, dieses wahre oder gelogene Gebot abzugeben, verringert die Wirkung des Glücks. Heutzutage wird es nur noch von Djinn gespielt, aber es gab eine Zeit, als sich sogar die Römer mit Astragali befassten. Soweit ich weiß, gibt es das Spiel in Deutschland unter dem Namen Notlüge. Die Zwillinge waren von dem Spiel begeistert. Sie entwickelten besonders subtile Strategien für ihre Gebote und zeigten so viel Talent, dass Nimrod ihnen nahelegte, am nächsten Astragali-Turnier in den Vereinigten Staaten teilzunehmen. Dieses fand später im Jahr in Chicago statt, ihrem Ruf nach die glückloseste Stadt der Amerikas. Die Teilnahme am Junior-Turnier wäre eine großartige Chance für euch, andere Djinn in eurem Alter kennenzulernen und gegen sie anzutreten. Außerdem könntet ihr dort den großen blauen Djinn von Babylon in seiner Eigenschaft als höchster Schiedsrichter sehen. Wirst du hinfahren? Fragte John. Ich habe noch keines der Turniere versäumt. Dann würden wir gern mitmachen, entschieden die Zwillinge. In diesem Fall rate ich euch fleißig zu trainieren, sagte Nimrod. Es ist der einzige Ort, an dem sich alle 6 Stämme der Djinn unter völlig neutralen Bedingungen begegnen. Der Wettkampf ist natürlich sehr hart. Viel zu früh war es Zeit für sie, mit British Airways nach Hause zurückzufliegen. So vieles war seit ihrer Abreise aus New York geschehen. Dennoch gab Nimrod ihnen den Rat, ihren Eltern die Einzelheiten zu verschweigen. Erzählt ihnen, dass ihr in Ägypten wart und viel Spaß hattet, sagte Nimrod, als Gronin sie zum Flughafen Heathrow brachte. Spaß ist immer gut. Eltern mögen es, wenn ihre Kinder Spaß haben. Das wird geradezu von ihnen erwartet. Aber ins British Museum einzubrechen und Abenteuer am Polarkreis zu erleben, die beinahe tödlich ausgegangen wären, ist eine ganz andere Geschichte. Eltern wollen nicht hören, dass ihre Kinder fast von einem Eisbären aufgefressen wurden. Eure Mutter wird natürlich einiges ahnen, auch wenn sie ihrer eigenen Djinnkraft abgeschworen hat, spürt sie ganz sicher die Veränderung in der Homöostasis, nachdem die vermissten Djinn des Akhenaten nun auf der Seite des Glücks arbeiten. Das ist euch beiden zu verdanken. Erzählt euren Eltern einfach, ihr hättet viele Museen besucht, das stimmt ja auch, und dass ihr viele interessante Dinge, wie zum Beispiel die Pyramiden, gesehen habt. Auch das entspricht der Wahrheit. Irdische Väter hören gern etwas über Museen und wie interessant sie waren. Und erzählt ihnen von den Büchern, die ihr gelesen habt. Noch besser ist es, wenn ihr noch mehr Bücher kauft und auch die lest. Das ist ein Befehl. Man kann nie zu viele Bücher lesen. Lest euch auch Zeitungen durch. Fangt mit Klavierspielen an. So sollten sich 2 junge Djinn verhalten, die einen Menschen zum Vater haben. Mit anderen Worten, versucht weltlich zu sein. Seid so weltlich, wie es 2 junge Djinn möglich ist. Das bedeutet auch, anderen Leuten keine Wünsche zu erfüllen, Philippa. Wenn du hörst, dass jemand sich etwas wünscht, hole tief Luft, zähle bis 100 und überlege dir dabei, ob das Leben dieser Person wirklich glücklicher wird, wenn sie ihren sehnlichsten Wunsch auf dem Silbertablett serviert bekommt. Ich glaube, das hat noch keiner so gut erklärt wie Sie, Gronin. Danke, Sir. Bitte erinnern Sie die Zwillinge daran, was Sie gesagt haben, Gronin. Seid vorsichtig mit dem, was ihr euch wünscht, sagte Gronin. Nicht, weil ihr es bekommen könntet, sondern weil ihr es vielleicht nicht mehr haben wollt, nachdem ihr es erstmal besitzt. Mach dir keine Sorgen, Onkel Nimrod, sagte Philippa. Wir haben uns schon überlegt, wie wir unseren Eltern bei der Rückkehr in die 77th Street beruhigen. Und nachdem die Kinder Nimrod ihren Plan erzählt hatten, erklärte er, sie seien nicht nur vielversprechende Astragali-Spieler, sondern würden vermutlich Karriere im diplomatischen Dienst machen.
Ich werde euch beide vermissen«, sagte Nimrod, als sie am Flughafen ankamen. »Wir dich noch mehr«, erwiderte Philippa. Sie umarmte ihren Onkel und wischte sich die Tränen aus dem Augenwinkel. »Versprichst du, uns bald zu besuchen?«, fragte John, dem ebenfalls die Tränen kamen. »Aber natürlich. Ich sagte doch schon, dass ich nach Chicago komme, oder? Zum Astragali-Turnier.« Nimrod holte sein rotes Taschentuch heraus und schneuzte sich die Nase. Bei ihrer Rückkehr in New York wurden die Zwillinge vom Chauffeur ihres Vaters am Flughafen abgeholt. Sie fuhren gleich weiter zu ihrem Sommerhaus in Cougue auf Long Island, wo sie das Wochenende verbringen wollten. Mr. und Mrs. Garnt waren froh, ihre Kinder wieder in die Arme schließen zu können. Natürlich waren die Zwillinge ebenfalls glücklich, ihren Vater und ihre Mutter wiederzusehen. Erst jetzt merkten sie, wie sehr sie ihre Eltern vermisst hatten und wie sehr sie sie liebten. Mr. Garnt war besonders erfreut darüber, dass seine Kinder so gebildet und besonnen geworden waren. Er schien seine frühere Angst vor John und Philippa ganz überwunden zu haben. Ebenso wie die Verwirrung darüber, dass seine Haushälterin Mrs. Trumpton jeden Morgen in einer Luxuslimousine anrollte und mit einer Diamantenhalskette von Tiffany den Küchenboden schrubbte. Die beiden Rottweiler, Winston und Elvis, alias Alan und Neil, freuten sich nicht weniger über die Rückkehr der Zwillinge. Und mit der Zeit vergaß John und Philippa völlig, dass die beiden früher einmal den Mord an ihrem Vater geplant hatten. Nun waren sie nur noch zwei Haustiere, die sich zumindest solange sie Hunde waren, sehr anhänglich verhielten. Natürlich spürte die Mutter die Zwillinge, dass sie ihre Kinder viel mehr erlebt hatten, als sie verrieten. Da sie selbst zu 100% Jin war, hatte sie die Veränderung im Gleichgewicht zwischen Gut und Böse gespürt, die durch das Auffinden der vermissten Jin des Akhenaten entstanden war. Sie konnte sich zusammenreimen, dass ihre eigenen Kinder an der Entdeckung der vermissten Jin und deren Wechsel auf der guten Seite beteiligt gewesen waren. »Erzählt mir, was wirklich passiert ist«, fragte sie die Zwillinge an ihrem ersten Abend im Haus am Strand von Cougue. »Onkel Nimrod hat uns alles über die Djinn erzählt und uns eine Menge beigebracht«, sagte Philippa. Sie wechselte rasch das Thema, um die Neugier ihrer Mutter abzulenken. »Ich wüsste allerdings gern, warum du uns nicht selbst in unserer Geschichte und unseren Fähigkeiten eingeweiht hast.« »Genau«, pflichtete Johnny bei, »statt Nimrod alles zu überlassen.« »Ganz einfach«, sagte Lila. »Weil ich eurem Vater versprochen habe, euch wie normale Kinder zu erziehen, und solange ihr wie alle anderen Kinder wart, hielt ich mich auch an mein Versprechen. Aber das änderte sich, als ihr eure Weisheitszähne bekommen habt. Von diesem Augenblick an wart ihr Jin. Und ich war nicht mehr an mein Versprechen gebunden, das ich eurem Vater gegeben hatte. Er hat sich Sorgen um euch gemacht, und deswegen bekam er auch Angst vor euch.« »Wir möchten deswegen dir einen Vorschlag machen«, sagte Philippa. »Wir haben zum Wohl der Familie beschlossen, unsere Djinn-Kräfte nicht anzuwenden, ohne dich vorher zu fragen.« »Das war die Idee, die sie mit Nimrod besprochen hatten.« »Du kannst doch von uns nicht verlangen, unsere Wesen zu verleugnen oder so zu tun, als wäre nichts passiert«, fügte John hinzu. »Aber du kannst erwarten, dass wir unsere besonderen Kräfte vernünftig und verantwortungsvoll einsetzen.« »Ich finde, das ist ein ausgezeichneter Vorschlag«, stimmte Lila zu. »Aber was ist, wenn irgendjemand zum Beispiel einen eurer besten Schulfreunde, Mrs. Trump oder sogar euer Vater, einen Wunsch äußert?« Philippa nickte. »Dann holen wir tief Luft, zählen bis 100 und überlegen, ob wir ihr Leben wirklich glücklicher machen, wenn sie ihren Wunsch auf dem Silbertablett serviert bekommen. Und dann machen wir gar nichts«, fügte John hinzu. »Ich bin ehrlich beeindruckt«, musste Lila zugeben. »Ich sehe, dass ihr etwas ganz Wichtiges gelernt habt, nämlich, dass Wünsche eine gefährliche Sache sind, vor allem, wenn sie in Erfüllung gehen. Vergesst das nie. Die ganze Welt wird durch den Wunsch nach Reichtum und Macht auf den Kopf gestellt. Wären Wünsche Pferde, dann würden Bettler reiten. Wären Wünsche Soldaten, dann würden schwache Männer die Welt regieren. Und wären Wünsche ein Jungbrunnen, wären alle Menschen unsterblich.« »Wenn es dir recht ist«, sagte Philippa, »würden wir jetzt gern einen kleinen Wunsch mit dir besprechen. Lasst hören.« »Wir wünschen uns, dass du dich wieder mit Onkel Nimrod verträgst.« »Das ist einfach«, lächelte Lila. »Ich rufe ihn heute Abend an. Was haltet ihr davon?« »Super! Euer Vater ist so glücklich, dass ihr wieder zu Hause seid«, sagte sie. »Meinst du?« »Ich weiß es«, sagte Lila. »Aber woher?« wollte John wissen. »Ich spüre es.« Und noch während Lila sprach, vernahm sie ein bisher selten gehörtes Geräusch. Es war ihr Vater, Edward Garnt, der unter der Dusche stand und sang.